So, hallo, willkommen zur IoT-Version 9.1. Ja, im Gegensatz zu 9.0 hat es ein bisschen kürzer gedauert. Also so hat es scheinbar, also wie ich gesehen habe, kein Mega-Patch. Wobei man sagen muss, dass in 9.1 für mich irgendwie mehr Sachen verändert wurden als in 9.0. Ich finde, Wargaming geht gerade vor allem mit dem Patch in die richtige Richtung. Zum einen tun sie was gegen diese Synthroot-artigen Jagdpanzer, sag ich jetzt mal. Also ich spiele selbst ganz gerne ab und zu mal Jagdpanzer und so, aber teilweise mit Games, wo du so 10 Jagdpanzer pro Team hast, so, das ist einfach übertrieben und es macht einfach auch keinen Spaß, weil es irgendwie nur noch irgendwie Turrets frisst und das ist, nee, das ist einfach scheiße. Ja, es gibt hier haufenweise Neuerungen. Es gibt hier erstens mal, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es gibt zum einen mal neue Rauchanimationen, zum Beispiel der Auspuff hier. Sieht alles ein bisschen anders aus hier. Die Animation ist ein bisschen verändert. Dann mal so eins der wichtigsten Neuerungen. Okay, Timelapse tickt weiter, auch wenn ich es gestoppt habe. Okay, egal. Es gibt neue Sounds. Es gibt endlich, aber endlich neue Schuss-Sounds. Das war seit ewig lange Zeit geplant. Das ist auch echt so wichtig, dass wir endlich jetzt auch mal WoT zu ordentlichen Gun-Sounds kommt. Das ist echt verdammt geil. Zum einen gibt es andere Gun-Sounds, sag ich jetzt mal. Und ja, hier im Chat geht's schon wieder über den ganzen politischen Scheiß da und so. Ja, ich habe vergessen, den Chat auszumachen, aber ich hoffe, ihr seid nicht allzu böse, wenn ich hier den Chat mal anlasse und so. Ja, also die Games, die ich hier spiele, sind nicht so der Hammer. So, man hört auch neue Rappen-Sounds, sind auch ganz cool. Ja, ich habe Replays genommen, die einigermaßen in Ordnung sind, deswegen nicht aufregen bitte, wenn die jetzt nicht gut genug sind oder wenn sie sich nicht in den Panzer von der besten Seite zeigen oder so. Ich habe immer relativ gute Games, relativ gute Games genommen, die okay sind, sag ich mal. Und ja, okay, also wir fangen mal so an. Es gibt neue Raucheffekte. Wenn Panzer down geht, gibt es jetzt immer eine Explosion. Das Ganze ist noch ein bisschen unrealistisch, sei es mal, es ist ähnlich wie ein Warzone, der Panzer explodiert nicht, sondern der implodiert irgendwie eher so ein bisschen. Also es ist, zumindest die Explosion schaut irgendwie eher so wie eine Implosion, also das ist, naja, ein bisschen komisch. So, ich muss sagen, ich dachte mir immer so, die 34-3, boah, übelste Kacktank und so, übelst lange Nachladezeit, ungenaue Gun, ewig lange Aimzeit und so. Aber an sich ist er echt ein ganz lustiger Panzer, also ich muss sagen, es ging mir echt Spaß. Und als vierten oder fünften Tier 8 Goldtank, denke ich mal, würde ich mal so ein Ding mal zulegen. So, der hat mich hier irgendwo, ja, irgendwo durchgeschossen. Hat den Typen durchgeschossen. Weak Spot? Ja. Naja, war ganz gut geaimt. Okay, hier steht mir noch 112 vor uns. Genau, ich dachte mir erstmal, den nehme ich sicher mit einem Schuss raus, 112 und ein bisschen mehr habe hier und so, deswegen, naja. Aber gut, jetzt zu 9.1. Die Downloads sind 7,3 MB oder so, Gigabyte. Das heißt, ähnlich groß wie, ja, der letzte Patch. Beziehungsweise der letzte Client, beziehungsweise der 9.0 Client. Von der Größe hat sich wenig verändert. Was mein ganz wichtiger Punkt ist, WoT hat endlich Multishreading, also offenbar aktiviert. Also Multishreading funktioniert jetzt scheinbar. Ich habe jetzt dafür zum Glück leider keine Fakten und kann nicht sagen, ob das wirklich so ist. Allerdings, ich habe es getestet mit Speedfan. Sie werden alle vier, zumindest in meinem Fall, alle Kerne beansprucht. Alle vier Kerne bei mir. Was sehr, sehr stark auf Multishreading hindeutet, also ist mir relativ sicher, dass es endlich implementiert wurde und alle schreiben, oh, es gibt, ich habe mehr FPS und so Zeug. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und wenn das wirklich von offizieller Seite bestätigt wird, dass Multishreading jetzt endlich aktiviert ist, ist es einfach nur geil. Also man sieht ja auch schon, ich spiele hier mit 50 FPS mit also auf Maximum Grafik
Mein Arbeitsspeicher ist relativ schlecht, hat 1,3 GHz nur, also ein bisschen älter. Und mein CPU mit, ja, irgendein i5-Ding und so, also ist auch nicht so der Hammer. Und generell die Komponenten sind ungefähr ein Jahr alt, deswegen nicht auf dem aktuellen Stand, sag ich mal. Aber ich kann ja mit maximaler Grafik aufnehmen bei 40 FPS und das bei Nord West. Das war früher ungefähr ohne Aufnahme möglich und so. Also man sieht schon, wie gesagt, dauerhaft permanent 50 FPS, 50, vielleicht sogar bis 60 teilweise. Also konstant hohe FPS. Und nachdem in 9.0 echt einiges verkackt wurde und so, oder einiges schief ging, sag ich mal, haben die es endlich wieder ausgemerzt und ich finde es echt verdammt geil. Hier 63 FPS, ich meine, das willst du mehr, das ist richtig nice. Habe zwar keinen VSync an und so, aber ich denke mal, das werde ich in Zukunft aktivieren. Genau, hier, genau an dem. Ja, also ich habe gleich ein bisschen gefailt und so, wie gesagt, das Gameplay ist nicht so da, aber naja. Ich schieße übrigens auch nicht mit Heat oder so durch die Gegend, also normalerweise nicht, nur in Ausnahmefällen. Weil ich will sehen, wie der Panzer wirklich ist und wie er auch im normalen, also im Offi-WOT ist. Ich meine, im Offi-WOT schieße ich nicht mit einem Premium-Panzer mit dauerhaft Gold durch die Gegend und so. Das ist total sinnlos. Und naja. Ich finde diese chinesische Sprache-Ding ist da richtig lustig. Naja, es gibt neue Explosionen, habe ich gesagt. Neue Rauchanimationen. Es gibt neue Sounds. Das hört man ja schon die ganze Zeit. Ja, was gibt es noch? Es gibt einige Panzer, die genervt worden sind, einige gebufft. Der VK-28.01 irgendwas. Ist sehr stark gebufft worden. Der MT-25 ist auch zu Recht sehr stark gebufft worden. Lightings generell haben verbessertes Matchmaking erhalten. Also, glaube ich nur plus minus 4 oder 3 Level, bin mir gar nicht sicher. Also relativ unwichtig. Und ja. Von der Seite her schon mal ist echt sehr, sehr viel passiert. Und ich dachte mir eigentlich, der Waffenträger hat nicht andere Probleme und zielt auf die anderen, die ihn gerade natzen wollen und so, aber scheinbar nicht. Genau, das war das erste Replay und es geht gleich weiter mit dem zweiten Replay. Am Schluss hänge ich nochmal einen Screenshot dran oder ein, zwei Screenshots dran von was mir gerade so alles eingefallen ist, aufgefallen ist oder was mir so spontan kam. Wie zum Beispiel ein Screenshot mit dem Beweis für Multithreading. Und vielleicht fällt mir noch was ein, bis ich mit dem Video gerendert habe und so. Und ja, schaut auf jeden Fall bis jetzt schon mal einen sehr guten Patch aus. Und ja. So, wollte ich wieder anfangen mit dem Anfang? Nee, leider nicht. Genau, ich bin ja in der STB1, dem wahrscheinlich overpoweredsten Medium Tank im Game aktuell. Höchste DPM von allen Mediums und dazu eine ganz ordentliche Panzerung, die brauchbar ist, vor allem die Turmpanzerung, die ist echt für Japaner bzw. für asiatische Panzer ist ja echt verdammt gut. Also man darf sich nicht darauf verlassen, dass es irgendwie eine Panzerung ist wie jetzt vom, was weiß ich, Objekt 42 oder T62A oder so. Das ist es auf alle Fälle nicht, aber ansonsten, ja. Ja, genau. Das habe ich gerade selbst erinnert im Chat. Eine wichtige Änderung, der Tarnfaktor von den TDs wurde verändert bzw. stark genervt. Nachdem TDs geschossen haben, hatten jetzt Jagdpanzer immer diesen Vorteil, dass sie nicht so viel Tarnung verlieren wie jetzt zum Beispiel ein normaler Panzer, also wie zum Beispiel ein Heavy oder Medium oder so. Es war sehr, sehr OP oder hat einfach die Jagdpanzer echt OP gemacht, dass man einfach von jeder Position oder von den meisten Positionen aus unentdeckt halt irgendwie schießen konnte und selten aufgeschaltet wurde, wenn man sich nicht dumm angestellt oder wenn man sich ein bisschen mit Hirn angestellt hat und sag jetzt mal. Ja, das wird zu Recht endlich entfernt. Sollte auch so die ganze TD-Population ein bisschen
verringern. Und man sieht auch schon die krasse die kurze Nachheilzeit vom STP1, das ist einfach nur extrem. 93 Alpha-Schaden bei 6,25 Sekunden Nachladezeit. Extrem, also wirklich echt extrem. Und das ist zwar mit Consumables, allerdings ohne Brothers in Arms, ohne BIA, also und so, naja. Das ist ganz in Ordnung, also das Ding ist echt richtig episch. Ja, also wie gesagt, die ist wohl genervt, nach dem Schießen verlieren die jetzt genauso viel Tarnwert wie, oder fast genauso viel Tarnwert wie ein Heavy oder Medium. Finde ich cool. Und es wurden einige Grafikbugs entfernt, es wurden einige neue Grafik-Features hinzugefügt. Man sieht auch schon meine FPS links oben in der Ecke. Gehen sehr hoch, also im Sniper-Modus, wo ich nur eine Option deaktiviert habe oder verringert habe, die Grafik, also das Ding im Sniper-Modus, das Gras, das angezeigt wird, geht trotzdem hoch auf 80 FPS oder mehr, also das ist verdammt gut, also das kann man echt so sagen. Nicht wundern oder nicht irritieren lassen wegen der Aufnahme und so, ich nehme hier nur mit 30 FPS auf, weil YouTube sowieso nur 30 verarbeitet und anzeigt, deswegen wäre es sinnlos, wenn ich mit 40 oder 50 FPS aufnehmen würde und letzten Endes dann doppelt so große Dateien hätte, wenn es am Schluss irgendwie auf YouTube eh wieder auf 30 FPS runterkodiert wird. Deswegen, ja. Ja, es da wurden ein bisschen die Beleuchtungseffekte und das Terrain ein bisschen verändert. Es wurden einige Maps generell verändert. Ich habe jetzt leider keine Liste von was genau es da ist. Es gibt auch, es soll auch irgendeinen Stronghold-Mode geben. Also haufenweise neue, also zwei neue Modes, glaube ich, soll es geben. Stronghold-Mode und, ah ja genau, es gibt noch diesen Football, also irgend so eine Event-Map hast du so reingefügt, wie mit dem Carling da. Das soll ganz lustig sein. Habe ich noch nicht angeschaut. Allerdings ist das halt nur zu dem Zeitpunkt, wenn das Event dann ist, verfügbar und so. Deswegen verständlich. Ja, ich überlege gerade. Ich werde jetzt mal das Video pausieren. So. Genau. Jetzt geht's hier mal noch weiter. Es gibt neue Engine Sounds, also neue Motor Sounds für den Hellcat und den Jackson. Die historischen Schlachten wurden verändert. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Also vielleicht spielen es endlich mal ein bisschen mehr Leute, die Historic Battles und so. Das wäre echt cool. Und es soll angeblich auch vorne an der Gun. Zumindest ja ich hier? Nee, ist nicht. So komische Streifen und Punkte hinzugefügt worden sein, die so ein bisschen XVM imitieren sollen. Also es soll irgendwie so, ich weiß es nicht, je besser das Spiel, desto mehr Streifen oder so sollen dann da sein. Also es, ich habe es nicht ganz verstanden, es ist sehr, sehr eigenartig und so. Und by the way, apropos eigenartig, ich wundere mich auch, wie so mein Mikro hier an dem Ende von meinem PC steht, also es ist die Qualität natürlich dementsprechend unten, ja. Sorry, das habe ich jetzt irgendwie ein bisschen verpeilt und zu spät vor allem bemerkt. Naja, ich werde, wie gesagt, gleich hinten mal noch ein paar Bilder mit dranhängen. Und, ja, wir werden auch noch sehen, in ein paar Sekunden, wie die neuen Animationen hier aussehen. Moment, ganz langsam. So, ein bisschen schnell vielleicht. Ein Viertel. So, damit dann gekillt. Und, genau, also man sieht ja schon. Okay, also im Slow-Motion sieht das Ganze ein bisschen kacke aus. Aber ansonsten sieht das Ganze echt verdammt geil aus, sag ich mal. Und, ja, also die Animationen sind nicht wirklich ausgereift, aber ist okay, also es ist besser als, ja. Also man kann es lassen. Während die Animationen hinzugefügt werden und noch relativ am Anfangsstadium ist, wurden die abfliegenden Türme verbessert. Es schaut das angeblich realistischer aus, ich habe es noch nicht wirklich gesehen, aber naja. Es gibt mit den ganzen Sounds, was ich so finde, ist, ist halt irgend so ein dumpfer Sound, eher wie so von einer Kartoffelkanone oder so, irgendwie halt so ein, keine Ahnung, es klingt halt alles ein bisschen dumpf noch, aber
Reale Sounds sind halt dann irgendwie eher so ein Puff, also so ein Puff, Puff. Ja, es ist schwer zu erklären, also es ist schwer zu nachzuahmen. Man könnte mal selbst nachgoogeln und so oder an YouTube schauen und so. Also gibt's einiges. Also es ist aber mehr so mit einem leichten Pfeifen am Ende und ja. Ja, es imitiert, also es im Real Life hat man da vor allem so ein bisschen mehr halt, wenn die Kugel den Lauf verlässt und so. Und das ist halt in VOT einfach mal gar nicht so, also wenig der Fall. Beziehungsweise es entsteht eigentlich dann in der Gun ein Vakuum. Und erst wenn dann, oder wenn die Luft dann wieder zurück strömt ins Rohr, dann entsteht da eigentlich dieses Geräusch, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also so ein Wind, so ein kleines Sog praktisch und so. Naja, und würde ich cool finden, wenn die mal sowas reinbringen würden und so. Ob ich jetzt wirklich nur Soundmods benutzen würde, weiß ich nicht. Also Engine Soundmods auf alle Fälle. Also für Motoren. Aber für Gun ist es, glaube ich, das Ganze echt schon mal ganz akzeptabel. Ja, wie es Game ausging, weiß ich nicht. Bin ja leider verreckt und zwar relativ unnötig und habe den war erst zu spät gesehen. Den Mr. Boss 292. Well played. Ja, ich denke mal, da bist du mal alles gesehen vom neuen von den Neuerungen. Und Prioritäten wurden übrigens nicht verändert. Das wäre sonst auch wieder ein Nerf. Das heißt, sobald Premium-Vehicles genervt werden, muss oder wird Wargaming die Möglichkeit anbieten, dass ihr eure Premium-Panzer für Gold wieder verkaufen könnt. Also für den Normalpreis, für den Originalpreis. Das ist natürlich nicht der Fall und E25, SU-122, 44 und Co. haben noch immer den gleichen Tarnwert, auch nach dem Schießen, wie in den vorherigen Missionen auch. Also sie sind von dem TT-Nerf nicht betroffen. Ja, ansonsten sei danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Commentary bzw. bis zum nächsten OP.